Hallo, mittlerweile ist die Inflationsrate in Österreich auf 9,3% gestiegen. Das ist der höchste Wert seit 1975. In Deutschland schaut die Situation nicht ganz anders aus. Ich möchte mir in dem Video durch überlegen, wie werden sich Rohstoffpreise, Energiepreise, die Sanktionen gegen Russland, aber auch Weißrussland, der Ukraine-Konflikt, die Notenbankpolitik auf die Inflation weiter auswirken. Wie wird es in den nächsten 6 Monaten mit den Inflationsraten weitergehen? Ich habe es ja geschafft, durch eine relativ ruhige überlegte Analyse letzten Herbst schon zu prognostizieren, dass wir in dem Jahr, im Jahr 2022 über zweistellige Inflationsraten sprechen werden. Jetzt fehlt kaum mehr etwas bei 9,3%. Und ich möchte versuchen, wieder ruhig und sachlich hier zu analysieren, wie es in den nächsten Monaten weitergehen wird. Ich möchte hier am Beginn einmal einen Effekt verdeutlichen anhand von einem Beispiel, wie sich nämlich Preissteigerungen in der Inflationsrate bemerkbar machen. Das erscheint jetzt kurz wie eine Tautologie, aber ihr werdet gleich sehen, auf was ich hinaus will. Was passiert zum Beispiel, wenn eine Tankfüllung für mein Auto von 50 Euro auf 100 Euro im Wert ansteigt? Ja, der Preis verdoppelt sich also. Wir haben auf Benzin oder Diesel, je nachdem, was ich tanke, eine Preissteigerung von 100%. Und diese Preissteigerung passiert zum Beispiel im April 2022. Ja. Dann steigt also die Inflation enorm an, weil auf die Tankfüllung ja, auf einmal der Preis um 100% ansteigt. Sie steigt also im April an, sie steigt im Mai an, im Juni an, im Juli an, ja, 12 Monate lang. Wenn sich dann der Preis der Tankfüllung nicht mehr verändert, sondern stabil bei 100 Euro bleibt, dann ist der im Mai 2023 noch immer bei 100 Euro. Das heißt, er ist noch immer doppelt so hoch wie vor der Preissteigerung. Die Inflation geht aber auf 0% zurück. Die Inflation bei Diesel oder bei Benzin. Weil die Inflation immer den Wert vor 12 Monaten mit dem Wert von heute vergleicht, also den Wert vor einem Jahr mit dem heutigen Wert vergleicht. Und wenn die Preissteigerung dann 13 Monate in der Vergangenheit liegt, dann geht die Inflation auf null zurück. Das heißt, auch wenn die Preise nicht zurückgehen, sondern nur auf dem höheren Sockel konstant bleiben würden, bildlich gesprochen jetzt, ja, geht die Inflation auf 0% zurück. Das ist nämlich was Interessantes, was wir jetzt in einigen Bereichen schon sehen, dass die Inflation aufgrund der Preissteigerungen einmal deutlich in die Höhe gehen. Würde die Preissteigerung aber ein Einmaleffekt bleiben, ja, wie das zum Beispiel bei Rohstoffen der Fall sein könnte, dann geht die Inflation auch wieder zurück. Das sehen wir am Rohstoffmarkt. Ich meine das jetzt ohne Energiepreise, also nicht die Preise für Kohle oder für Gas, sondern mit Rohstoffen meine ich jetzt Aluminium, Zink, Blei, Eisenerz, Kupfer, die Rohmaterialien für viele Industrieanwendungen. Das ist nämlich einer der ersten Inflationstreiber gewesen. Hier sind die Preise an den Weltmärkten beginnend mit Jahreswechsel 2020 auf 2021, also vor rund 1,5 Jahren, massiv angestiegen und sind dann vor allem in der ersten Jahreshälfte 2021 massiv gestiegen. Mir geht es jetzt nicht um 5%ige Veränderungen, die man immer wieder mal hat, sondern man hatte eben da im Frühling 2021 einen massiven Anstieg, wo wir also teilweise wirklich bei 100% Steigerung waren, wie im Beispiel vorher mit dem Tank. Und seither können wir aber sagen, dass die Rohstoffe Preise nicht weiter steigen. Einige sinken sogar leicht wieder aufgrund der beginnenden Rezession, andere bleiben gleich. Ja. Aber das große Bild ist, dass wir hier vor rund 18 Monaten, vor 15 Monaten eine Phase von großen Preissteigerungen hatten und die Rohstoffpreise sind jetzt noch immer großteils wesentlich höher, als die das vor 3, 4 Jahren waren. Aber dieser Effekt, der zu Beginn maßgeblich inflationstreibend war, also dass die Inflationsraten im Frühling 2021 von 0% auf 3% angestiegen sind, hat sehr viel mit diesen Basisrohstoffen zu tun. Und dieser gleiche Effekt, der zuerst preistreibend gewirkt hat, wirkt jetzt inflationssenkend, weil sich die Rohstoffe zwar deutlich im Preis erhöht haben, jetzt aber auf diesem höheren Bereich relativ konstant bleibt. Wie gesagt, es geht nicht um kleine Schwankungen, sondern ums große Bild. Und hier ist was ganz Interessantes, das muss man verstehen, um die Entwicklung der Inflationsraten in den nächsten Monaten vorwegzunehmen, dass ein einmaliger Preisanstieg zunächst einmal sich massiv in einer steigenden Inflationsrate zeigt, nach 13 Monaten aber dann inflationssenkend ist.
Etwas Ähnliches könnten wir sehen oder werden wir meiner Meinung nach bei den Energiepreisen sehen. Nur befinden wir uns da noch in einem ganz anderen Moment dieser Steigerungen. Die Energiepreissteigerungen sind in der Inflationsrate noch nur zu einem kleinen Teil drin. Das hängt damit zusammen, dass viele Energiehersteller, viele Kraftwerksbetreiber oder Energieimporteure, Uniper ist jetzt das beste Beispiel, was in den Medien ist, die Preise erst verzögert an die Endkonsumenten oder an die Industrie weitergeben können. Also an die Endkonsumenten, an die Privathaushalte, weil die in vielen Punkten geschützt sind, dass die Preise zum Beispiel in Österreich früher nur einmal pro Jahr bei den meisten Anbietern angehoben werden durften. Jetzt habe ich gerade einen Brief bekommen, dass es in Zukunft zweimal im Jahr der Fall sein wird. Aber es gibt auf jeden Fall nach wie vor eine maßgebliche Verzögerungen. Also diese Preissteigerungen kommen erst mit einigen Monaten Verzögerung voll beim Konsumenten an. Hier befinden wir uns erst mittendrin in diesem Effekt. Und das Zweite ist, dass sich viele energieintensive Industriebetriebe gegen steigende Preise abgesichert haben. Die haben also mit ihren Gaslieferanten, mit ihren Stromlieferanten, als Industriekunden schauen die Verträge anders aus wie bei Privathaushalten. Die haben sich also Kontingente ausgemacht, ja, wo sie zum Beispiel schon letzten Herbst, also lange vor den Sanktionen gegen Russland, ausgemacht haben, für diesen Sommer lieferst du mir diese Anzahl an Kilowattstunden Strom oder Gas zu diesem fixen Preis. Ja. Das heißt, einen Großteil ihres Gasverbrauchs oder ihres Stromverbrauchs haben die Industrieunternehmen abgesichert. Ja. Und diese Sicherungen laufen jetzt Stück für Stück aus. Ja. Es wird Unternehmen gegeben haben, die haben sich für ein halbes Jahr abgesichert, andere vielleicht für ein Jahr, manche vielleicht sogar für 2 Jahre. Die haben noch ein Jahr Pause, bevor den Preis anstiegen. Sei denn der Staat beschließt, dass man in bestehende Verträge eingreifen kann. Aber das bricht sich jetzt erst zu sukzessive Bahn. Das heißt, man kann sagen, wir kaufen heute in den Geschäften noch sehr viele Produkte, die zu Strompreisen produziert worden sind, entweder weil sie schon letzten Herbst produziert worden sind oder weil sie jetzt gerade produziert worden sind, aber noch zu Preisen, die letzten Herbst verhandelt worden sind. Das heißt, diese Energiepreissteigerungen, die sind in der Inflationsrate noch überhaupt nicht voll drin. Das wird in den nächsten Monaten weitergehen. Das ist auch der Grund, warum die Prognose, die ich letzten Herbst schon angestellt habe, zweistellige Inflationsraten 2022, damals war das noch eine Orchideenprognose, jetzt ist das im Mainstream angekommen, jetzt erwarten das Wirtschaftsforschungsinstitute ebenfalls. Das wird auch kommen, im Herbst wird die Inflation zweistellig werden, meiner Meinung nach, ja, weil eben genau diese Energiepreise, das kann man jetzt schon relativ klar voraussagen, sich erst Stück für Stück den Weg in die Marktpreise finden werden, in die Konsumentenpreise finden werden, und das wird die Inflation in den zweistelligen Bereich wahrscheinlich sogar auf 12% oder 14% in den nächsten Monaten anschieben. Ja. Das ist meiner Meinung nach recht klar ersichtlich. Ja. Man muss aber hier auch verstehen, dass das ähnlich wie bei Rohstoffen ein Einmaleffekt ist. Ja. Also die Preise erreichen jetzt vielleicht einen Peak bei Gas und bei Strom. Ich nehme an, das ist momentan schwankt das alles, ist schwierig zu prognostizieren, ja. Aber dass sich das irgendwann wo einpendeln wird. Aber der eingependelte Preis wird vielleicht niedriger als heute sein, ja. Aber er wird viel höher sein, als das vor 2019 der Fall war, ja. Das heißt, wir haben hier, ähnlich wie bei den Rohstoffen, glaube ich, werden wir eine Entwicklung sehen, dass die Energiepreise deutlich steigen. Das dauert noch, bis das voll in der Inflationsrate und bei den Konsumenten ankommen. Also hier muss man sich auf weitere Teuerungen einstellen. Aber es gibt dann auch einen Punkt, ja, weiß nicht, 13 Monate nach Beginn des Ukraine-Konflikts oder nach Beginn der Sanktionen gegen Russland, ja, wo das dann in der Inflationsrate bereits drin ist, ja, und dann wieder inflationssenkend wirkt. Ja. Also ähnlich wie ich das vorher mit dem Auto und mit der Tankfüllung skizziert habe, mache ich nochmal zur Verdeutlichung, weil das ganz wichtig ist zu verstehen. Wenn ein Haushalt bis jetzt eine Gasrechnung von 150 Euro im Monat hatte und die steigt an um 100% auf 300 Euro und das passiert zu einem einmaligen Zeitpunkt, dann ist der Haushalt ärmer geworden, weil er jetzt 150 Euro mehr für Gas ausgeben muss. Das zeigt sich in der Inflationsrate, indem die Energiekosten des Haushalts in der Inflationsberechnung mit 100% Teuerung reingehen. Das treibt die Inflation ordentlich nach oben. Aber nur
bis zu dem Zeitpunkt, wo die Teuerung 12 Monate in der Vergangenheit liegt. Im 13. Monat nach der Erhöhung von 150 auf 300 Euro ist die Inflationsrate wieder 0% bei Energie im Haushalt. Ja? Weil der Haushalt zwar noch immer den höheren Preis zahlt, aber auf 12 Monate gesehen im letzten Jahr ist er dann nicht mehr angestiegen. Ja? Das heißt, wir sehen hier einen Effekt, der in der Inflationsrate in sehr vielen Bereichen festzustellen ist. Solche Einmalschübe bei den Preisschüben, also solche Preisschübe bei Energie, bei Benzin, ja, die führen dazu, dass zwar die Bevölkerung dauerhaft ärmer wird, weil sie jetzt mehr Geld für dieselben Produkte ausgeben muss und dann woanders einsparen muss. Ja. Also der Haushalt, der halt jetzt doppelt so viele Energiekosten hat, kann halt im nächsten Jahr dann vielleicht nicht mehr auf Urlaub fahren. Das ist also was Dauerhaftes. Aber auf die Inflationsrate wirkt sich das nur ein Jahr aus. Ja? Also die Inflationsrate steigt zum Beispiel, wenn sich die Energiekosten verdoppeln, um 8% aus, rechnerisch. Aber nur für ein Jahr. Und wenn die Verdopplung der Energiepreise ein Jahr her ist, dann sinkt die Inflationsrate wieder auf 0%. Ja. So ist die Rechnung. Ja. Und das haben wir also bei den Rohstoffpreisen bereits gesehen. Also jetzt nochmal Kupfer, Eisenerz, ja, wo die Preisschübe also bereits im Frühling 2021 waren. Das hat jetzt eine deflationäre Wirkung, ja, weil die Preisschübe nicht weitergegangen sind. Das heißt, die Rohstoffe sind noch immer teurer, als sie das vor der Krise waren, aber die Preissteigerungen haben auf ein gewisses Niveau angehoben, sind dann ungefähr dort geblieben und es wirkt jetzt nicht mehr inflationstreibend. Ja. Ähnliches gilt auch für die Lebensmittelpreise, die in den Medien relativ oft diskutiert werden, die haben recht viel zu tun, klarerweise mit dem Ukraine-Krieg. Also die Ukraine ist ein Exporteur von vielen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, also Sonnenblumenöl und Weizen ist in den Medien. Aber in der Ukraine gibt es zum Beispiel auch riesige Geflügelhersteller, Geflügelfarmen, die in die EU exportieren. Was ich jetzt in einen Topf mit reinwerfe, auch wenn es wenig miteinander zu tun hat, sind die Sanktionen gegen Weißrussland. Weißrussland ist einer der größten Düngerhersteller mit dem Staatskonzern Belaruskali weltweit. Die sind schon im Herbst letzten Jahres sanktioniert worden. Das sind also zwei Sachen, die auf die Lebensmittelpreise global einen deutlichen Auswirkung haben. Aber hier muss man auch sagen, wenn man jetzt über die Inflationsraten und darüber spreche ich in dem Video in Österreich, in Deutschland spricht, ja, dann hat das kaum Auswirkungen. Das ist für Länder in Nordafrika, in Asien, ja, wo es viele Leute gibt, die so arm sind, dass sie mit unter 200 Dollar im Monat auskommen, ja, für die spielen diese Basisrohstoffpreise wirklich eine immense Rolle. Ja. Aber wenn ich jetzt Weizenmehl bei uns im Supermarkt kaufe, dann spielt der Preis für Weizen, also ja, den merke ich schon, ja, aber das sind vielleicht 20-30% anhand dessen, was ich im Supermarkt dafür zahle, weil ich einfach den Großteil der Bezahlung bezahle ich nicht für das Weizenmehl an sich, das ich eigentlich gerade einkaufe, sondern ich bezahle dafür, dass es in der geeigneten Verpackung, in einer geeigneten Größe, zu dem Zeitpunkt, wo ich es kaufen möchte, vorher von einem Verkäufer in das Regal eingeräumt worden ist, dass ich es in einen Wagerl geben kann, dann bei der Kasse bezahlen kann. Also die ganze Dienstleistung, dass ich das dort kaufen kann zu dem Zeitpunkt, die macht da bei den meisten Produkten mehr als 50% aus und der wirkliche Rohstoffpreis macht nur relativ wenig aus. Ja. Also diese Rohstoffpreise an sich bei Lebensmitteln, da kann man festhalten, die sind global ein Problem. Vor allem für die Ärmsten auf der Welt ist das ein existenzielles Problem und furchtbar. Aber für die Inflationsraten in Österreich und in Deutschland macht das relativ wenig aus. Ja. Also die gestiegenen Preise momentan im Supermarkt sind auch meiner Meinung nach weniger auf die wirklichen Rohstoffpreise zurückzuführen, sondern einfach, weil der Supermarkt höhere Löhne zahlen muss aufgrund des Arbeitskräftemangels, weil der LKW, der das Weizenmehl vorher vom Zentrallager in meinen Supermarkt bringt, ja, mit Diesel betankt wird, der heute doppelt so teuer ist als letztes Jahr. Ja. Und vielleicht habe ich auch noch einen Mangel an LKW-Fahrern und muss Überstunden bezahlen. Ja. Also das sind hier eigentlich eher die preistreibenden Effekte. Ein anderer Punkt, der öfter in den Medien ist, jetzt langsam verschwindet, ist die Lieferkettenproblematik mit
den Corona-Maßnahmen in China in den letzten Monaten, die ist natürlich auch da. Ja. Es gibt dann zusätzlich noch einen Effekt einer kleinen Deglobalisierung, also klein deswegen, weil wir werden nicht deglobalisieren zurück zum Stand wie im 16. Jahrhundert. Ja. Aber es ist durchaus möglich, dass die Globalisierung jetzt so ein zumindest temporäres Hoch erreicht hat. Ja. Man sieht das also beispielhaft oder ganz plakativ bei der Chipindustrie, wo also jahrelang ein Großteil des Weltmarktanteils an Chips in Taiwan produziert worden ist. Jetzt gibt es nationale Programme in den USA. Aber auch in der EU, wo man sich etwas unabhängiger davon machen wird, das macht die Produktion natürlich teurer, weil eine Fabrik, die sozusagen Milliarden Chips herstellt, kann pro Stück billiger arbeiten, als wenn ich weltweit wieder 4 Zentren habe. Ja, da habe ich einfach Redundanzen drin. Ja. Und eben die Lieferkette mit den gestiegenen Frachtkosten. Aber auch das sind quasi Einmaleffekte, die sich vielleicht sogar wieder auflösen und doppelt in die andere Richtung gehen. Also zunächst einmal, wenn die Frachtraten auf Containerschiffen steigen, dann habe ich genau denselben Effekt wie bei Rohstoff- und bei Energiepreisen. Ich habe einmal eine Preiserhöhung, die wird man in der Inflation merken. Wenn die aber nicht weitergeht, wirkt sie nach einem Jahr deflationär. Beziehungsweise wenn die Frachtraten sogar wieder runtergehen, das denke ich, dass das in den nächsten Jahren wieder passieren wird, dass die Frachtraten wieder deutlich günstiger werden, ja, dann hat es sogar einen doppelt deflationären Effekt. Das heißt, da gibt es sehr viele Gründe dafür, dass die Inflationsraten im Herbst und im Winter weiterhin ansteigen werden. Dass wir also noch Inflationsraten von 12-14% sehen werden, dass das aber dann einen Peak erreichen könnte und dann auch wieder durchaus auch relativ rasch zurückgehen könnte. Einfach nicht deswegen, weil die Preise wieder billiger werden, sie werden auf dem Niveau bleiben, das hoch ist, ja, aber sie werden irgendwann mal nicht noch höher werden. Ja. Und dann hat das eben deflationäre Effekte und dann könnte die Inflation auch relativ bald wieder auf Raten, die wahrscheinlich nicht mehr im Bereich 0,5% liegen, wie das in der langen Zeit der Stabilität der Fall war. Also ich gehe da schon davon aus, dass es dauerhaft etwas höher bleibt. Aber wir könnten dann durchaus wieder in die Richtung der Zielmarke von 2% zurückgehen. Jetzt habe ich aber eine Sache außer Acht gelassen. Ein ganz nennenswerter Treiber der Inflation, der in den Mainstream-Medien normalerweise kaum diskutiert wird, weil er unsere eigene Führung betrifft, sind die Corona-Maßnahmen. Die haben zu enormen Staatsdefiziten geführt und die Staatsdefizite sind über die Notenbank finanziert worden, im Großen. Ja. Das heißt, man hat das Geld, das man nicht hatte, das man aber ausgegeben hatte, einfach durch die EZB drucken lassen, über den Umweg der privaten Banken, damit das juristisch irgendwie sauber über die Bühne geht, wenn das so ist. Ja. Aber ökonomisch hat man die Corona-Defizite durch neues Geld gedruckt. Das ist durchaus eine immense Größenordnung gewesen. Ich habe mal versucht, das überschlagsmäßig auszurechnen. Pro Arbeitnehmer in der Eurozone geht es hier um 35.000 Euro, die Defizit zusätzlich in den letzten 2 Jahren, in den letzten 2,5 Jahren für die Corona-Maßnahmen gemacht worden sind. Und diese 35.000 Euro pro Arbeitnehmer in der Eurozone sind über die EZB im Wesentlichen gedruckt worden. Die Geldmenge in der EZB hat sich also in den letzten 2,5 Jahren verdoppelt. Und hier ist jetzt viel mehr Geld da, das auf weniger Waren trifft, ja, und das führt zu Preisanstiegen. Das führt auch zu einem massiven Verfall des Euros, worauf dann Energiepreise wieder teurer wird. Also das spielt alles miteinander zusammen. Ja. Und dieser Effekt, ja, der müsste sich erst zeigen, um temporär zu werden. Also um die Inflation wieder in die richtige Richtung zu bewegen, wieder in Richtung Geldwertstabilität zu kriegen. Deswegen war es mir wichtig, vorher Rohstoffpreise, Energiepreise zu zeigen. Die führen also alle zu einem Peak, dafür, dass die Inflation jetzt einmal auch noch einige Monate weiter steigen wird. Sie würde dann aber ohne eine Notenbankpolitik, die Staatsfinanzierung über die Notenpresse betreibt, relativ bald wieder in einen stabileren Bereich zurückgehen. Ob jetzt auf 2% oder auf 4% ist mir jetzt in der Überlegung nicht mehr wichtig, aber in einen Bereich zurückgehen, wo man im Großen von Geldwertstabilität sprechen kann. Das würde aber bedeuten, dass der Staat seine Finanzen wieder in den Griff kriegen muss. Ja. Also das Bild ist, dass die Staatsdefizite 2020 in einem Ausmaß explodiert sind, das man sonst nur in Kriegszeiten sieht. Ja. Also was hier passiert ist mit den Corona-Maßnahmen und der Notenbankfinanzierung, schlägt alles, ja, was in Friedenszeiten normalerweise da war.
Man sieht dann, dass 2021 die Defizite in der Eurozone wieder zurückgehen. Das heißt, die Situation ist 2020 dramatisch, geht 2021 wieder etwas zurück, ist aber 2021 noch immer viel schlimmer, als das 2019 war von den Defizitgrößen her. Und hier wäre halt der Weg, aber ich möchte gleich darauf kommen, warum ich das eigentlich für nicht realistisch halte, dass man jetzt einen Kassasturz macht, dass man sagt, okay, die Corona-Maßnahmen, das kann man recht gut kalkulieren, ich habe das in anderen Videos getan, haben uns ungefähr 15% an Lebensstandard gekostet. Wir müssen jetzt insgesamt im Schnitt mit 15% weniger auskommen. Das heißt, wir können gewisse Leistungen, die wir in der Vergangenheit hatten, einfach nicht aufrechterhalten. 15% weniger von dem Niveau, das wir 2019 hatten, ist im historischen Kontext keine Katastrophe. Damit kann man als Gesellschaft noch immer gut leben, wenn man es so sieht und sagt, okay, ja, wir müssen jetzt einfach den Gürtel enger schnallen. Ja. Wir haben vielleicht, ich fange jetzt nicht an, auf einzelne Maßnahmen einzugehen, aber wir müssen halt einfach etwas an Komplexität aus der Gesellschaft rausnehmen und wieder uns etwas rückentwickeln beim Lebensstandard. Ja. Und wir kommen dann wieder mit dem Geld aus, was wir haben. Man ist aber bis jetzt einen anderen Weg gegangen und ich erkenne da keinen, ich sehe da nicht, dass man von denen abzweigen wird. Man sagt, ja, politisch legen wir fest, die Corona-Maßnahmen haben keine wirtschaftlichen Folgen gehabt. Ja. Also Altmaier hat das zu Beginn gesagt, Corona-Maßnahmen werden keinen einzigen Arbeitsplatz kosten. Mittlerweile weiß man, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht. Aber im Großen und Ganzen versucht man auch die Illusion aufrechtzuerhalten, dass dieser Wohlstandsverlust wesentlich geringer war. Ich habe da auch öfter mit Leuten diskutiert, die gemeint haben, wir befinden uns jetzt eh wieder dort, wo wir 2019 waren. Ja? Beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, ja, wir befinden uns genau dort, wo wir 2019 waren. Aber in Euro gemessen. Und der Euro ist jetzt 10-12% weniger wert, wenn man die Inflation auf 2 Jahre zusammenaddiert. Das heißt, wir haben den größten Wohlstandsverlust, den es in der Nachkriegszeit in Westeuropa gab, hinter uns. Ja. Den wollen wir uns nur noch nicht eingestehen. Ja. Und das funktioniert in sehr vielen Punkten eben über diese Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung jetzt. Also ein Großteil dieser Inflation geht auf die Kappe, dass man sich den Wohlstandsverlust einfach nicht eingestehen will. Als Kompensation druckt man immer mehr Geld, es sind aber deswegen nicht mehr Waren da, sondern die Waren sind eben weniger geworden. Man braucht sich nur die Autoproduktion in Deutschland anschauen, die liegt momentan bei 300.000 Stück pro Monat. Vor den Corona-Maßnahmen lag die bei 550.000 Stück, ja, das sind so die Größenordnungen. Also es sind einfach weniger Waren da. Ich kann Geld aus dem Hut zaubern und es breit verteilen, die Leute haben dann mehr Geld, aber es sind nicht mehr Waren da. Die Waren werden einfach immer teurer, ja. Und da entsteht so ein Kreislauf, der jetzt anders als bei den Energiepreisen, anders bei den Rohstoffen nicht von selbst wieder aufhört, sondern ich sehe eher, dass der immer größere Maßstäbe anbelangt. Also nur so die Schlagzeilen, die ich heute und gestern in den Nachrichten gelesen habe, ich habe das nicht sehr genau verfolgt, ja, aber in Italien, die eigentlich schon gescheiterte Regierung, hat nochmal ein Inflationsbekämpfungsprogramm von 14 Milliarden aufgelegt. Das sind wieder 14 Milliarden, die der italienische Staat nicht einnimmt, ja, die er irgendwoher finanzieren muss. Ja. Das wird am Ende, denke ich, in den Büchern der EZB landen und man wird das Geld wieder frisch drucken. In Österreich habe ich Maßnahmen vor allem Richtung Geld verteilen mit der Gießkanne. Jeder kriegt jetzt 150 Euro Energiebonus, 200 Euro Bonus da. In Deutschland soll, glaube ich, die Mehrwertsteuer aufs Gas weg verschwinden. Also es sind alles Maßnahmen, die auf einen Monat gesehen, ja, den einzelnen Haushalten durchaus was bringen und isoliert für sich genommen, ja, sind das keine schlechten Maßnahmen, irgendjemand profitiert davon. Solange ich aber keine Gegenfinanzierung zu den Maßnahmen habe, sondern das Geld einfach frisch druck. Man will jetzt von seitens der EZB damit aufhören. Man hat erkannt, dass das die EZB, dass das die Inflation verursacht hat, ja, und möchte jetzt mit der Staatsfinanzierung über die Notenpresse aufhören. Aber noch sind das nur Worte. Ich sehe das nicht in der EZB-Bilanz. Dort kann man das erkennen. Allerdings immer erst mit 3-4 Monaten Verspätungen, bis dann die Daten an die Öffentlichkeit weitergegeben werden. Momentan sehe ich es noch nicht und ich weiß auch nicht, wie die EZB das anstellen mag, ja? Weil der Gedanke von der EZB ist ja der richtige. Ja? Wenn man die Inflation durch das Gelddrucken aus dem Nichts verursacht hat, das damit jetzt wieder aufzuhören und sagen, die Staaten müssen sich wieder so finanzieren, wie das die Schweiz seit 70 Jahren macht, wie das Österreich und Deutschland zu Schilling- und D-Mark-Zeiten immer getan hat, nämlich mit dem Verbot der Staatsfinanzierung über die Notenpresse, dort müssen wir wieder hin, das würde Geldstabilität bringen, also
der Gedanke der EZB, dass sie jetzt wieder dorthin will, ist löblich und gut, ja. Aber wenn gleichzeitig die einzelnen nationalen Länder ja, Geld ausgeben, als gäbe es kein Morgen, eben indem ich die Mehrwertsteuer senke, indem ich da Direkttransferleistungen mache, indem ich da Inflationspakete aufkriege, ja, dann steigen die Defizite immer weiter an. Ja. Und das ist so eine Sache, da fällt mir diese Geschichte ein aus den Kinderbüchern vom Hasen und dem Igel. Ich möchte das kurz skizzieren, weil es, glaube ich, auch schon ein paar jüngere Zuschauer auf dem Kanal gibt, die das vielleicht im Kindergarten nicht so wie ich öfter mal gehört haben. Ja. Also der Hase und der Igel machen ein Wettrennen, ja, eine bestimmte Strecke, wer schneller ist. Und der Igel betrügt ein bisschen, der hat eine Frau, die wir jetzt einfach mal der Einfachheit halber Frau Igel nennen, ja, die stellt sich einfach ans Ziel. Und der Hase läuft halt weg nach dem Startschuss und läuft nicht sonderlich schnell, weil er weiß eh, dass er viel schneller als der Igel ist. Ja. Und kommt am Ziel an und zu seiner Verwunderung steht der Igel, also in Wirklichkeit Frau Igel, schon dort und sagt, hallo, ich bin schon im Ziel, du hast verloren. Der Hase will Revanche, diesmal läuft er schneller, ja, ist sich sicher, er wird den Igel besiegen, aber er läuft wieder zurück und da steht auch schon wieder ein Igel. Ja. Der Hase wird etwas wütend und sagt, naja, er will es noch einmal versuchen und diesmal zahlt er voll an, ja, und rennt so schnell, wie er noch nie gelaufen ist und trotzdem steht der Igel schon wieder im Ziel. Ja. Das heißt also, die Moral ist ganz klar, egal wie schnell der Hase läuft, ja, es wird immer schon ein Igel am Ziel stehen. Ja. Und mir kommt das im Großen mit den Inflationsmaßnahmen so vor und das kann man sich halt relativ einfach durchdenken, so komplex ist das nicht. Ja. Wenn jetzt also die Regierung populistisch, ja, ich will mir jetzt die einzelnen Maßnahmen gar nicht anschauen, ja, oder die durchüberlegen, sondern mir geht es ums große Bild, sagt, okay, zur Bekämpfung der Inflationsraten, der Folgen der Inflation, kriegt jetzt jeder Haushalt in der Eurozone, machen wir es gleich weit, 500 Euro einmal Bonus, ja. Dann hilft das natürlich zunächst einmal jedem Haushalt. Jeder Haushalt wird sich darüber freuen, ja, wird für das Monat, wo ja die Preise noch relativ fix sind pro Monat, ja, wird etwas mehr Geld ausgeben können. Ja. Das führt aber dazu, dass der Staat pro Bürger wieder 500 Euro ausgibt, das er aber nicht hat, ja, dass ihm wieder die EZB drucken wird. Die Bürger müssen sich also weniger stark einschränken, können den Wohlstandsverlust noch ein bisschen verdrängen. Und kaufen mehr Güter ein, mit dem frisch gedruckten Geld. Es sind aber nicht mehr Güter da, sondern es sind deutlich weniger Güter da, als wir sie 2019 produziert haben. Man braucht sich nur die Handelsbilanz anschauen. Ja. Dann werden also die Güter nochmal teurer. Die Inflation steigt durch diese Maßnahme, die Folgen der Inflation bekämpfen soll, erneut an. Ja. Die Inflation wird nochmal höher werden. Und dann sagt der Staat eventuell, gut, die 500 Euro haben nicht ausgereicht. Ja? Wir müssen jetzt wirklich was tun, ja, bei dieser Inflation. 1000 Euro für jeden Haushalt, ja? In der ganzen EU. Ja? Und es macht eben wenig Unterschied in der Praxis, wenn ich die 10% der höchsten Einkommensbezieher ausklammer. Ja? Es ist insgesamt, habe ich schon wirklich den Eindruck, auch wenn das nur beispielhaft ist, dass es mit der Gießkanne ist. Ja? Vielleicht schaue ich, dass ich ein paar ganz grobe Exzesse verhindere, ja? Aber es ist nicht so, dass ich wirklich zielgenau helfe, sondern es sind schon Maßnahmen, die sehr großflächig eingesetzt werden. Ja? Der Staat gibt jetzt also jedem 1000 Euro, ja, das Geld hat er wiederum nicht, die EZB muss es ihm drucken, weil er findet auch am privaten Markt niemand mehr, der dem Staat Geld in dieser Menge geben würde. Abgesehen davon, dass momentan die Leute auch deutlich weniger sparen können wegen der Inflation, was die Leute sonst gespart haben, ist dann über den Umweg der Banken oder Versicherungen auch großteils wieder bei Staatsanleihen gelandet. Diese Nachfrage fällt jetzt auch weg. Ja. Das heißt, es ist nochmal unwahrscheinlicher, dass der Staat jemand findet, der ihm diese hunderten Milliarden borgt. Ja. Er hat es also nicht aus den Steuereinnahmen, weil die sind schon woanders verplant. Er hat es nicht im privaten Anleihenmarkt. Er muss sich das Geld also wieder durch die EZB drucken lassen. Ja. Die Leute haben auf einmal 1000 Euro mehr für sich genommen. Für diese Woche bleiben die Preise eher konstant. Das heißt, ich kann jetzt zum ersten Mal seit langem wieder in den Supermarkt gehen und so richtig voll einkaufen. Ja. Ich kann mir Sachen kaufen, die ich mir die letzten Monate nicht geleistet habe. Was passiert? Die Nachfrage nach Gütern steigt massiv an. Es gibt aber nicht mehr Güter davon. Ja. Der Euro verliert langsam gegenüber anderen Währungen, dem Dollar, ja, ganz stark an Wert, weil die anderen Länder mitkriegen, dass das, was die EZB macht, also nur mehr Geld aus dem Luft, aus,
aus dem Nichts drucken, ja, auch nicht dazu führt, dass die Europäer wieder mehr Güter herstellen, die sie zum Tauschen hätten. Man liefert also weniger, sind also wieder weniger Waren da, die Preise steigen immens an. Wir haben dann vielleicht Inflationsraten, die auf 15-20% sind. Und dann kommen populistische Politiker und sagen, das geht jetzt wirklich nicht mehr. Ja. Und es gibt jetzt auch wirklich viele Leute, die in Armut geraten, die vor 2 Jahren noch, wo es noch undenkbar war, dass die jemals Geldmangel haben. Das sind alles ganz reale und schreckliche Probleme. Aber jetzt sagt dann die populistische Politik so, das hat jetzt alles nicht gereicht, wir brauchen 5.000 Euro pro Haushalt an Inflationsbonus, ja, weil damit können wir auch diese immensen Preissteigerungen, die da sind, abfedern. Ja. Dann kriegt jeder Haushalt 5.000 Euro, es gibt aber noch immer niemand, der Staat kann die Einnahmen noch immer nur deswegen schultern, die Budgetdefizite, weil er das Geld von der EZB drucken lässt. Es gibt noch viel mehr Geld im Kreislauf, aber die Waren sind wieder nicht mehr geworden, sondern im Gegenteil. Durch diese Preisverwerfungen sehen wir, dass eine Firma nach der anderen in den Konkurs geht. Es ist nicht dramatisch, es ist nicht wie in der Krise in den 30er Jahren, wo jede zweite Firma in Schwierigkeiten gerät, aber wir sehen hier ein Konkursverfahren, da wird wieder etwas weniger hergestellt, durch die hohen Energiepreise werden die Warenmengen da gedrosselt, man stellt immer etwas weniger her, nicht schrecklich, aber die Anzahl der produzierten Waren geht etwas zurück, die Geldmenge dagegen steigt massiv an, ja? Mit 5.000 Euro Bonus dann wirklich massiv. Ja. Was passiert? Die Leute geben nochmal das frische Geld mehr aus, es sind aber nicht mehr Waren da und die Waren steigen im Preis. So sterben Währungen, ja. Das ist das, was die Türkei gemacht hat. Man sieht also, dass die türkische Notenbankpolitik schon seit langem sehr locker ist, wie die Notenbankpolitik der EZB auch. Dass man aber hier, ich habe das in einem anderen Video gezeigt, kann man es schön sehen, dass dieses Gelddrucken auf einmal seit September 2021 in der Türkei ganz andere Größenordnungen erreicht. Da hat man das nochmal massiv angeschoben, man hat nochmal viel mehr Geld gedruckt, auch viel mehr Geld im Verhältnis pro Person als in der Eurozone. Dort sind wir also in der Eurozone noch nicht. Ja. Und heute haben wir Inflationsraten in der Türkei, die, glaube ich, bei knapp 80%, ich glaube 79% ist die offizielle Inflation. Inoffiziell gehen viele Leute davon aus, dass es eher 140% sind. Das sind die Größenordnungen, die wir in der Türkei haben. Ja. Also so sterben Währungen, ja, und wir sind auf einem guten Weg dorthin. Auch festhalten, ja, für die nächsten Monate sehe ich noch keine Inflationsraten von 100%, also da fehlt noch was in der Eurozone, ja. Aber wir stellen so langsam die Weichen, dass wir sagen, okay, wenn wir die Inflation bekämpfen wollen, wir überlegen uns nicht, was ist die Ursache, das ist nämlich hauptursächlich das, was die Europäische Union selbst machen könnte, wäre das Gelddrucken aus dem Nichts einzustellen, den Staaten sagen, sie müssen ihre Budgets wieder ordentlich planen, sie müssen mit dem Geld, was sie haben, auskommen. Ja, ist heute viel schwieriger, als das in den guten Jahren vor der Corona-Krise der Fall gewesen wäre, aber man hat es halt damals nicht repariert, also muss man es heute in der schwierigeren Situation reparieren. Das würde dauerhaft die Inflation bremsen. Da könnten dann auch die Energiepreise steigen, die Rohstoffpreise steigen, das wollte ich am Anfang des Videos zeigen. Nach 12 Monaten ist der Effekt jeweils wieder raus. Wir würden dann also im Laufe des Jahres 2023, die Inflation wird deutlich zurückkommen, 2024 hätten wir wahrscheinlich wieder Geldwertstabilität, wenn man aus dieser Notenbankfinanzierung rauskommt. Aber ich sehe eher das Gegenteilige. Ja. Ich sehe, dass man sich also sozusagen diese Ursache nicht überlegt. Ja. Was ist die Voraussetzung für Geldwertstabilität? Das wäre eigentlich wirklich nicht so schwer. Man bräuchte sich nur anschauen, was hat die österreichische Zentralbank, die deutsche Zentralbank, die Deutsche Bundesbank heißt sie in Deutschland, in den 60er, 70er, 80er Jahre gemacht, ja, als da die D-Mark und der Schilling stabil war. Ja. Man kommt sehr einfach auf die Idee, ja, Verbot von der Staatsfinanzierung über die Notenbanken. So kompliziert ist das ja nicht, man hat das ja auch bei der Euro-Einführung gesehen und deswegen genau das eigentlich verboten, was man jetzt doch macht. Ja. Also es wäre nicht so komplex zu sehen, aber Voraussetzung ist halt, man will sehen. Ja. Oder man hat halt eine populistische Politik, die eigentlich wenig Fähigkeiten hat, ja, die Ressourcen wieder planmäßig intelligent zu verteilen, sondern die sagt, ja, okay, kurzfristig, was hilft mir auf 2 Wochen, um populär zu bleiben, um nicht ganz so oft ausgezippt
gepfiffen zu werden bei öffentlichen Veranstaltungen. Da mache ich jetzt doch nochmal einen Inflations-100er oder einen Inflations-500er, ja, oder eben irgendwann wird es der 1000er sein. Und wenn man diesen Weg einschlägt und konsequent weitergeht, ja, das kann man schon relativ genau prognostizieren, dann ist der Euro Geschichte. Ja. Und ich würde das auch nicht als absurdes Szenario abtun. Also noch einmal, noch sehe ich das nicht. Ja. Momentan ist meiner Meinung nach die Weiche schon gelegt, dass die Inflation zweistellig wird, dass wir im Herbst, Winter über 10, 12, 14 Prozent Inflation reden werden. Es wird also weiter in die Höhe gehen. Aber wenn man jetzt dieses Gelddrucken über die Notenpresse einstellt, man hätte es also noch selber in der Hand. Man müsste natürlich die Politik dann wieder dazu bringen, mit dem Geld, was sie einnehmen, auch rauszukommen. Ja. Also man könnte eventuell irgendwelche Prestigebauten nicht zu Ende führen. Man könnte eventuell nicht nochmal, also nicht x Milliarden in einem Hauptstadtflughafen ausgeben oder was auch immer. Also ich glaube, die Beispiele, wo man Milliarden verbrannt haben, sind ja durchaus da. Also man könnte sich dann einige von diesen Sachen nicht mehr leisten, sondern müsste hier wieder wesentlich besser wirtschaften, dann wird die Inflation eben trotz des Ukraine-Konflikts, trotz der Sanktionen und der gestiegenen Energiepreise im Laufe 2023 wieder deutlich zurückgehen. Ich glaube, dass sie jetzt in den nächsten Monaten steigt, da kann man nichts mehr ändern. Ich glaube, egal was die Politik macht, das hat sie nicht mehr in der Hand. Sie hat aber sehr wohl in der Hand, was 2023, 2024 passiert. Und wenn man hier eben wieder ordentlich agiert, dann wird die Inflation 2024, denke ich, auch wieder bis hin zu diesem 2%-Ziel zurückgehen können. Wenn man aber sagt, wir geben Geld aus, als gäbe es kein Morgen, ja, wir machen mit dieser Staatsfinanzierung über die Notenbank weiter, ja, und ich glaube, wenn man den Weg beibehaltet, man wird dann immer größere Summen brauchen und noch größere Summen und noch größere Summen, dann ist der Weg vorprogrammiert dorthin, wo die Türkei jetzt ist, wo Argentinien jetzt ist, also eine ausgewachsene Währungskrise. Das ist so die Zukunftsperspektive, die ich habe. Deswegen spreche ich auf dem Kanal relativ viel über Gold, Silber, Aktien, weil das alles Sachen sind, wo man über so eine Inflationsphase ganz, vor allem wenn man sie rechtzeitig erkennt, relativ gut drüber kommen kann. Ja. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass die Politik sozusagen die letzten Hemmungen bei den Ausgabenorgien verliert, ja, und dass das hier zu am Scheitern des Euros führt, für sehr hoch. Ja. Das wird nicht morgen passieren, das wird nicht übermorgen passieren. Also noch gibt es hier schon vernünftige Leute in den Regierungen. Der französische Finanzminister fällt mir da zum Beispiel ein, die immer wieder auf das hinweisen, die also noch ein bisschen auf die Bremse drücken und sagen, ja, klar, wenn es jetzt darum geht, ob alleinerziehende Mütter einen Inflationsbonus kriegen möchte, niemand möchte Nein sagen, aber wenn wir insgesamt lauter Geld ausgeben, das wir nicht haben und das einfach neu drucken, dann heizt das erst die Inflation in 6 Monaten so richtig an. Also es gibt hier noch warnende Stimmen. Aber hier ist halt die Frage, ob sich das in eine vernünftige, stabilitätsorientierte Richtung geht, ja, wie wir es eben früher hatten, ja, oder ob es in Richtung eines kurzfristigen Populismus geht. Und ich fürchte, dass schon Zweiteres wahrscheinlicher ist. Aber nochmal, das steht nicht unmittelbar bevor, das wird man erkennen. Ja. Also wenn vom Inflationstausender die Rede ist, ja, und wenn die Beträge immer größer werden und man überhaupt nicht mehr nachfragt, wie will man das überhaupt finanzieren, wenn parallel dazu die Wirtschaft in Straucheln kommt, das sind die Zeichen, wo ihr dann sehen werdet, okay, ein paar Monate später eskaliert die Inflation dann vollends. Ja. Also auf das muss man aufpassen, aber noch sieht man es in dieser Form nicht. Ja. Deswegen ist auch quasi meine Prognose für Herbst, Winter, dass wir die Inflationsraten weiter ansteigen werden, in einem Bereich 10-15% rein, ja, aber dass es einmal noch nicht eskalieren wird, wie für die Türkei, in der Türkei zum Beispiel, da fehlt eben noch was, dieses vollkommene außer Rand und Band geraten der Staatsausgaben. Aber schauen wir mal, was die nächsten Monate bringt. Es wird auf jeden Fall spannend werden. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch.